Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. So, in der heutigen Folge wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht ein bisschen Nebenquests oder sowas erledigen können. Ich weiß es nicht, da müssen wir erstmal gucken. Nicht, dass uns die Story jetzt wieder ganz woanders hinführt und wir da nicht hinkommen. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns dann mal an. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, was wir machen sollen oder hin sollen. Ich denke mal hier raus oder so. Ne, hier geht's nicht raus. Gehen wir hier raus. Nun denn, bevor Modi uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Das wollte ich jetzt aber nicht machen. Ich wollte jetzt was anders machen. Mystisches Tor. Zum mystischen Tor wollte ich jetzt. Wo wird denn das jetzt wieder sein? Gehen wir immer da weiter weg, hier ist es nicht. Nicht. Hier kommen wir auf jeden Fall jetzt rein. Und das können wir auch zerstören. Undurchdringbar. Ab jetzt nicht mehr. Aber wie kriegen wir das hier im Gang? Hier werden wir halt nicht. Kommen wir nicht rein, wenn wir die blöden Winde nicht haben. Yeah.
fehlen uns die Winde noch. Aber wir könnten mal dort oben reinschauen, in das, in die magische Tür dort oben. Hier ist aber auch nichts. Ich glaube, dass wir die aber erst schaffen, wenn wir ein bisschen höher sind. Das ist jetzt noch zu krass. Schauen wir mal. Wahrscheinlich wieder eine Walküre. Naja, Walküre. Ah, hier haben wir einen Portpunkt, sehr schön. Na komm, wir probieren es einmal. Oh, hier geht's ja runter. Okay. Hier wird es wieder hochgehen wahrscheinlich. Ja. Noch eine. Was machen wir mit ihr? Was immer ihr tut, seid schaffen wir niemals. Was passiert? Mach dich bereit. Du besiegst mich nicht. Bruder!
wollte jetzt gerne mal nach Alfheim und dann mal schauen, ob wir dort bei dem komischen Tempel die zwei Dinger da machen können. Okay, wir sind eh voll. Oh, können wir das nicht benutzen jetzt, was? Nein. Geht es erst, wenn wir hier die komische Kuh erledigt haben, oder was? Mann. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Würde ich sagen, ab zum Boot. Siehst du, das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorhin die Schlange. Steig ein, ich werde es ziehen. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, das hat sich geändert. Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gott, Junge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge, hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein, das glaube ich eher nicht.
bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Ich kann nicht zu einem Wolf werden? Ich lasse mich gerne überraschen. Jetzt hat er es ihm endlich gesagt und ich finde, er hat eigentlich gut reagiert, der Kleine. So, mit zwei Göttern auf die Reise. Höre ich deshalb manchmal Stimmen? Hast du wirklich nie welche gehört? Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater, bekomme aber eigene Fähigkeiten? Die hast du doch jetzt schon, Jungchen. Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich für jemanden, der so jung ist. Die Zeit wird zeigen, wozu du sonst noch fähig bist. Du hast es also gewusst? Ja. Aber ich habe mehr als Götter gekannt. Mich offenbar auch. Wer wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin? Früher natürlich. Brock und Sindri? Sie müssen es nicht wissen. Baldi! Weiß er es? Befolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher? Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sah ich Baldur zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zu Tyrs Gruft zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's? Worauf hättest du jetzt Lust? Bock. Ich werde es nach Alfheim gehen. Versuchen wir es nochmal, ohne Unterbrechungen. Und da zu dem Schloss dorthin. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Hey, wer ist denn da schon wieder putzen? Ne? Gehen wir mal in den Beefrest. Jetzt hoffe ich mal, dass Helfheim frei ist. Wennerheim. Jüttenheim. Alfheim, genau. Da gehen wir jetzt hin. Sehen wir uns mal an, was wir wissen. Baldur ist Odins bester Fährtensucher, zweifellos. Wenn er euch sucht, solltet ihr die Möglichkeit erwägen, dass Odin euch sucht. Und was Odin will, davon kann ich dir ein Liedchen singen. Was könnten wir haben, was Odin nicht hat? Er ist doch König der Götter. Der Arzt, ja. Aber sein Einfluss ist nicht unbegrenzt. Und was er nicht erreichen kann, da will er unbedingt hin. Jedenfalls hat er mich dafür über die Jahre genug gefoltert. Okay, schauen wir doch mal. Hallo, hey, muss euch zwar um einen weiteren Gefallen bitten. Alfheim. Wie habe ich die sanfte Brise und den süßen Duft von Geißblatt und Blut vermisst? Tja. Dem Himmel nach zu urteilen, kontrollieren die Lichtalben derzeit das Licht. Erkläre. Wisst ihr, die Lichtalben und die Dunkelalben kämpfen ständig um das Licht? So viel wissen wir.
Aber wusstet ihr auch, dass die Herrschaft über das Licht nicht weniger als 213 Mal gewechselt hat? Es ist wahr. Jede Seite hält sich für den rechtmäßigen Hüter des Lichts und behauptet, ums Überleben zu kämpfen. Aber Tatsache ist, der Krieg dauert schon so lange an, dass sie sich darüber definieren. Sie auch stärker aus. Ja, zeig es ihnen. Okay, genau hier wollte ich her, aber anscheinend skalieren die Gegner mit. Genau das, was ich nicht wollte, aber okay. Also, erklären wir das. Svartalfheim heißt Land der Dunkelalben, richtig? Richtig. Aber die Dunkelalben leben doch schon sehr lange in Alfheim. Und überhaupt, sind Zwerge nicht aus Svartalfheim? Sehen aber anders aus. Findest du? Dann bist du wesentlich scharfsinniger als die Asen. Sie kennen offenbar den Unterschied nicht, haben sich aber den Namen einfallen lassen. Die Zwerge nennen ihre Heimat Nidavellir. Die Dunkelalben kommen gar nicht aus Svartalfheim? Absolut. Sie sind nur andersfarbige Alben. Niemand weiß, wer zuerst da war. Aber sie kommen alle aus Alfheim. Warum kämpfen sie dann, obwohl sie gleich sind? Du bist ja niedlich. Hä? Das ist der Lauf der Dinge. Oh, das ist traurig. Jetzt sind wir richtig. So stark hier, verstehe ich nicht. Was ist denn da los? Warum sind die denn so stark? Skalieren die jetzt wirklich mit hoch oder was? Okay, dann lassen wir das wieder. Mann, das nervt jetzt. Ich habe wirklich gedacht, geht er da hin? Stufe 4, da können wir schön die Dinger da machen. Skaliert die Welt wirklich mit? Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass die Anfangswelten halt dann so bleiben. Okay, dann würde ich sagen, zurück nach Midgard. Schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, Leute, weil ihr braucht jetzt nicht den Weg zurück anschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet und machen wir auch in der Hauptstory dann weiter. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.